So, Tim. Jetzt kommt was, das ist nichts für Weicheier. Wir bauen einen kleinen Beistelltisch aus Buche. Buche ist ein sehr hochwertiges Holz. Sie können sich solche Platten im Baumarkt zuschneiden lassen, viereckig. Das kostet ein bisschen was, aber... So sieht das aus. Genau. Wir brauchen dafür unter anderem das Holz und eine Stichsäge. Die hole ich mal gerade. Und dieses Gerät, eine Oberfräse. Sieht schön aus, ist es auch. Man kann hier unten so kleine Einsätze einsetzen. Verschiedene Profile, runde, eckige Profile. Man kann also viele Sachen damit machen, viele schöne Sachen damit machen. Nebst diesen Geräten müssen wir uns jetzt einen Kreis zeichnen auf dieser Platte. Weil wir wollen ja einen runden Beistelltisch haben. Und dafür benötigen wir diesen Zirkel. Nicht vergessen, die Platte mit der Sichtseite auf den Tisch legen, sodass wir auf der Rückseite den Kreis einzeichnen können. Sollten Sie solch einen Zirkel nicht zu Hause haben, habe ich da mal was Kleines vorbereitet. Man kann auch einfach so einen Nagel nehmen, eine rote Schnur, muss nicht rot sein, einen Bleistift. Den steckt man einfach in die Mitte der Platte und kann wunderbar seine Kreise ziehen. Du Fuchs. Ja. So, ich bin jetzt fertig mit dem Kreis. Sehr gut. So schaut das dann aus. Dann machen wir uns mal ins Ausschneiden. Die Stichsäge funktioniert wie folgt. Darf ich dich schon mal bitten, das einzuspannen, dann geh du die Platte? Doch bitte darüber, oder? Aber gerne, Tim, mache ich. Das Blatt, ja? Bei dieser Stichsäge einfach nur reinschieben. Es gibt diesen SDS-Verschluss, nicht zu verwechseln mit DSDS. Einfach nur reinschieben, schnappt automatisch zu. Man kann sägen, man kann arbeiten, geht wunderbar. Wenn Sie die Platte einschrauben und Sie haben keine solchen Schraubzwingen mit Plastikkappen, wie zum Beispiel hier. Exakt. Dann bitte benutzen Sie einfach irgendwelche Holzstückchen. Damit bleibt Ihre Oberfläche schön glatt und wird nicht beschädigt. So, Tim, der Rest ist deine Aufgabe. Ja, ich check nochmal gerade, ob es alles fest ist. Ich habe natürlich den Stecker draußen gelassen, während ich das Sägeblatt reingemacht habe. Dann steck den da einfach mal rein. Auf geht's. Tim hat den Kreis, wie gesagt, fast zu Ende gesägt. Wir haben es dabei einfach 3-4 Mal umgespannt, sodass wir immer wieder schön an die Ecken rangekommen sind und es nicht in diese Tischplatte reinschneiden. Beim Umspannen, wie gesagt, nicht vergessen, Holzklötze unterlegen, sonst gibt es hässliche Druckstellen. Machst genau. Du fertig? Ja. Wunderbar. Wir haben uns jetzt unseren wunderbaren Kreis ausgesägt, die Tischplatte. Wir wollen aber natürlich den perfekten Kreis haben und dafür benutzen wir hier die Oberfräse. Die ist eingespannt in einen sogenannten Fräszirkel und mit dieser Oberfräse können wir die letzten Millimeter schön sauber abtrennen, sodass wir nachher eine wunderbar gerade Kante haben und der Tisch auch ein bisschen besser aussieht, als das jetzt der Fall ist. Tim, du fräst. Auch schön langsam, damit das Holz nicht brennt oder anfängt. Ich halte den Schlauch, aber nicht vergessen, Tim. Ah. Schutzbrille. Danke dir. Hier können wir jetzt nochmal wunderbar sehen, dass wir das Ganze immer in 4 mm Schichten abtragen. Immer schön Schicht für Schicht für Schicht und dann gibt das Ganze eine glatte Fläche. Ja, eine glatte Oberfläche, das kann ja jeder. Deswegen haben wir uns gedacht, bauen wir noch ein kleines Gimmick ein, nämlich eine Phase. Das i-typische. Unser Sahnehäubchen. Genau. Dazu nutzen wir die Oberfräse und diesen kleinen Fräskopf. Der hat oben so einen kleinen Anlaufring. Das bewirkt einfach nur, dass der Fräskopf schön in der Spur bleibt. Und uns eben nicht irgendwo davon flöten geht. Jo, hältst du mal fest? Eine wunderbare glatte Phase. Das ist wie gesagt die Unterseite des Tisches. Jetzt haben wir die Tischplatte. Was fehlt noch zu einer Tischplatte? Tim? Die Beine. Genau, die Beine. Die Maße für die Tischbeine haben wir uns aus der Bauanleitung, die man hier runterladen kann, einfach auf die Tischplatte übertragen und dann mit der Stichsäge ausgesägt. Und das Endergebnis sieht dann so aus. Um aber dahin zu kommen, haben wir, wie gesagt, das Ganze auf die Tischplatte übertragen und das sieht dann so aus. Aber Thomas, wofür sind denn eigentlich diese Löcher? Ja, gute Frage. Diese Löcher haben wir vorher einmal mit einem 20er Forstnerbohrer, die großen, und mit einem 8er Holzbohrer, die kleinen Löcher immer schön an der Rundung, an der Linie entlang rausgebohrt, sodass wir nachher mit der Stichsäge diese kleinen Rundungen, diese kleinen Winkel nicht mehr aussägen müssen. Ja, das sind unsere Tischbeine. Ein Tischbein, zwei Tischbeine. Warte mal, da haben wir aber das was falsch. Nee. Ein Loch oben, ein Loch unten ergibt zusammen zwei Tischbeine. Ach so. Normalerweise würden wir jetzt hier ein bisschen Leim dazu packen.
beziehungsweise das sollten Sie eigentlich auch tun. Wir lassen sie mal weg, wir stecken die einfach nur ineinander. Ergibt eine wunderbare Tischbeinkonstruktion. Diese zentrieren wir dann hier in die Mitte der Platte. Einfach anzeichnen das Ganze. Wir haben das schon mal ein bisschen vorbereitet. Wir haben dann mit dem 5er Bohrer 4 Löcher jeweils in die Seiten gebohrt und zwar ganz durch. Aber passen Sie auf, dass Sie beim Durchbohren nicht in den Tisch reinbohren. Dann drehen wir das Ganze um, packen unsere Platte auf den Tischfuß. Und dann kommen eigentlich auch schon die Schrauben rein. Exakt. Und dann wird das Ganze fixiert. Fertig. Ja, Sie wundern sich? Noch eine Tischplatte? Nein, nein. Fertig war noch nicht ganz. Wir haben uns für den Tisch noch was Kleines ausgedacht, nämlich ein kleines Gimmick. Und zwar einen kleinen Ring, den wir auf der Tischplatte befestigen, dass so Sachen wie Getränke oder sonstige Sachen, die Sie auf dem Tisch abstellen wollen, nicht runterrutschen. Und dafür haben wir jetzt mit der Oberfräse diesen Ring hier ausgefräst. Das geht wieder in mehreren Schritten, A4 mm, immer ein Stückchen weit runter. Damit aber dieser Ring nicht verrutscht beim Fräsen, haben wir den Ring fixiert und somit den äußeren Ring, den wir nachher auf den Tisch schrauben wollen, nicht kaputt macht. So, liebe Zuschauer, wir kommen so langsam zum Ende. Das ist unser Ring, das ist der Tisch. Die beiden wollen wir natürlich noch zusammenbringen. Dafür haben wir hier schon mal 6 Löcher vorgebohrt, im Abstand von 2 cm zum Rand. Wir fixieren das Ganze auf der Platte. Das kann man, wenn man so einen nicht so einen netten Assistenten hat, natürlich auch mit Schraubzwingen tun. Gib Gas. So, wir haben also ein wunderbares Möbelstück, wollen aber der Oberfläche noch ein letztes Finish verleihen. Dafür wenden wir einen kleinen Trick an. Wir nehmen einfach stinknormales Wasser, wässern die Oberfläche, machen sie richtig feucht. Und wenn diese dann trocknet, stellen sich die Fasern ganz langsam auf und wir können die mit feinem Schleifpapier, so 240er Körnung, einfach ganz schön abnehmen und erhalten eine schöne, glatte Oberfläche. Wir haben die Rückseite schon mal vorbereitet. So, dann schleife ich das mal ab. Und schön großzügig die feinen Härchen abnehmen. Und wenn das Ganze jetzt staub- und fusselfrei ist, kann man das mit Wachs behandeln und das ergibt dann eine richtig glatte, wasserabweisende Oberfläche. Um die Oberfläche final zu veredeln, behandeln wir diese jetzt mit Wachs. Wir machen das hier mal in so einem Probestück. Dafür das Wachs schön gleichmäßig, nicht zu dick auftragen und alle überschüssigen Wachsreste mit einem ganz normalen Baumwolllappen, da kann man ein ganz normales T-Shirt nehmen, einfach schön abziehen, dass nichts mehr übrig bleibt. Ganz wichtig, die Trocknungszeiten der Hersteller beachten. So, da haben wir das gute Stück. Ein wunderbarer kleiner Beistelltisch mit gewachster Oberfläche, die auf jeden Fall jeder Feuchtigkeit standhalten kann. Moin, kühles Wasser für dich. Danke dir. Prost. Prost.